Hallo und herzlich willkommen zur Erweiterung meines Force Master PvP Guides. Heute wollte ich mit euch einfach mal über flexible Skillpunkte reden und Thema Matchups. Zunächst mal haben wir standardmäßig einen Skillpunkt hier verteilt in Entkommt Greifen, Niederringen oder Cheeburgergriff. Den könnt ihr, also nicht jeder Gegner ist in der Lage, euch zu greifen, niederzuringen oder Cheeburgergriff hier auszuführen. Es gibt drei Gegner, gegen die wir dieses Talent nicht brauchen: Assassin, Blade Master und Force Master. Force Master ganz einfach deswegen, weil es uns nicht interessiert, wenn er uns greift. Das heißt, wir müssen da auch nicht entkommen. Und die anderen beiden, die können es einfach nicht. Die können diesen Zustand nicht hervorrufen. Und bei je nachdem, gegen was ihr spielt, würde ich euch dann empfehlen, einfach zurückstoßen, wenn ihr euch befreit, dass der Gegner einfach nochmal schön weit von euch weg ist. Oder benommen. Ihr könnt den aber auch andersweitig verteilen, irgendwas hier rein. Als zweites würde ich das Thema Assassin nochmal ganz kurz ansprechen. Ich habe es zwar schon mal angesprochen, aber einfach wiederholen ist immer gut. Assassin, wenn die Invis sind, dann haben die einfach eine erhöhte Ausweichchance. Und es bringt uns nichts, wenn die Invis sind, weil wir ihn nicht anvisieren können, wenn wir Gletscherstrahl haben, weil wir ihn dafür anvisieren müssten. Also skillen wir den Punkt hier weg und verteilen ihn in Drachenatem um. Ganz einfach, weil von Drachenatem die Vollkurskosten von 5 auf 3 gehen. Und so haben wir jetzt eine Möglichkeit, einen Assassin aufzudecken. So, als letztes noch, habe ich im Video ein paar Kommentare gelesen. Das ist eine gute Anregung. Thema 1. Standardmäßig hat es ja hier drüben. Das macht verdammt viel mehr Schaden und nochmal verdammt viel mehr Schaden, aber sonst nichts. Jetzt haben wir, wenn wir standardmäßig was draufskillen, Block 2 Fernkampfangriffe, sämtliche Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten. Dann haben wir absorbiert 25% des zusätzlichen Schadens als LP, wenn Einfrieren entfernt wird. Und wenn Einfrieren entfernt wird, kriegen wir 2 Fokus wieder. Und bei erfolgreichen Blocken regeneriert 3 Fokus. Können wir skillen, müssen wir aber nicht. Auf jeden Fall, die 2 Punkte sind nicht schlecht, weil wir dadurch uns dann Stun nicht verlieren. Wenn nämlich ein Gegner eingefroren ist und wir 1 drücken, dann wird er zurückgestoßen und dann für eine Sekunde betäubt. Natürlich, wenn ihr mal schaut, Schaden 168 bis 198 und dann nochmal 784 bis 943, wenn das da mal vergleicht, das ist wesentlich weniger Schaden, aber dieser Stun ist nicht verkehrt. Außerdem kriegen wir ein bisschen Leben wieder und Survivability ist nie verkehrt. Und das kann, also theoretisch könnt ihr auch den rechten Baum verwenden. Ich habe mich mittlerweile dafür entschieden. Und dann haben wir theoretisch schon wieder einen Punkt übrig, den wir frei verteilen können. Den könnt ihr verteilen, wie ihr wollt. Mir ist dafür jetzt keine, ja, Must-Have-Skill eingefallen, den wir unbedingt brauchen.